Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk, zu einem Actionfilm von den Machern von John Wick, nämlich Nobody, mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. So they took maybe 20 bucks in an old watch? Mr. Madsen, did you even take a swing? No. Could have taken her, Dad. Heard you had some excitement last night. I wish they'd have picked my place, you know? Why didn't you take him out? I was just trying to keep the damage to a minimum. Yeah, how's that working out for you? You okay? Because you don't look okay. There's a long dormant piece of me that so very badly wants out. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. It's been a hell of a day. I can see that. For 12 years, I worked for some very dangerous people. Everybody get to the basement. What is happening? Don't call 911. I used to be what they call an auditor. The last guy anyone wants to see at their door. Because it meant you didn't have long to live. But I left it behind to start a family. Hey! Hey! I might have overcorrected. When you left, you abandoned a certain debt that needs repayment. And your creditor is the winner of your resurrection. They came after my family. They stole my kitty cat bracelet. And you don't fucking do that. Give me the goddamn kitty cat bracelet! You look like shit, Dad. You should see the other guys. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. In theaters only February 26th. In Nobody geht es um Familienvater Hutch, gespielt von Bob Odenkirk, der in einer Forschersiedlung arbeitet und doch schon ein bisschen Sachen hat, die von denen wir am Anfang noch nichts wissen. Und als es dann eingebrochen wird bei ihm und das Kitty Cat Bracelet seiner Tochter geklaut wird, nimmt er Rache. Und ja, auf dem Heimweg gibt es dann aber Leute in dem Bus, die ihm ein bisschen nerven. Und er will ein Mädchen, eine Frau beschützen. Und als er diese ganzen Besowskis ins Krankenhaus prügelt, hat es dann aber ein Gangsterboss auf ihn und seine Familie abgesehen. Und das ist die Geschichte in Nobody. Bob Odenkirk kennen wir ja alle als Saul Goodman aus Better Call Saul, der hier jetzt mal so richtig zulangen darf und auch mal richtig auf die Fresse geben. Ich liebe, liebe, liebe Nobody. Das ist ein wundervoll durchchoreografierter Action-Thriller mit einem Bob Odenkirk, der so einen Spaß daran hat, einfach auch mal alles und jeden niederzumetzeln quasi. Gerade im Finale, was dann irgendwann wirkt wie Equalizer trifft MacGyver, wird es dann richtig blutig und richtig derbe. Aber bis dahin ist das doch schon John Wick. Gerade auch, wenn wir uns mal das ansehen, was Bob Odenkirk da eigentlich macht in dieser Bussequenz, wo er gesagt hat, dass er sich da mehrere Sachen auch gebrochen hat. Und man merkt es, also wie er sich da durch diesen Bus wirft und wie er da rausfliegt und die Leute da wirklich den Köpfe einschlägt, das ist so toll choreografiert. Aber nicht nur das, ich mag auch den Antagonisten.
egal wie klischeehaft er überzeichnet ist, aber er wirkt halt wirklich wie ein Antagonist. Auch wenn der wirklich immer nur die gleiche Gesichtsmimik drauf hat. Ich mag generell den ganzen Stil, wie der Film durchkonzipiert ist, wie konsequent er nach vorne schreitet und dass es wirklich ein A nach B Action-Thriller geworden ist, der sich nicht mit vielen Schnörkeln nebenbei irgendwie aufhält, sondern wirklich konsequent reingeht, auf die Fresse bietet und dann mehr aber auch nicht. Und das in konsequenten 90 Minuten. Es wurde ja auch schon angekündigt, ein zweiter Nobody soll kommen und ich kann es kaum erwarten. Ich finde den Film wirklich unterhaltsam, gerade wegen Bob Odenkirk, gerade wegen den tollen Choreografien. Und wegen diesem wunderbaren Charme, der da irgendwie dann am Ende dann doch mitschwingt. Es wirkt alles so herzlich, aber auch so wunderbar drüber und so wunderbar verrot und kaputt und alles aufs Maul. Und ich mag's. Ich mag Nobody sehr gerne und ich würde mir den auch immer und immer wieder mal angucken. Nobody bekommt von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film gesehen? Dann schreibt mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.